Ich bin gespannt, ob ich es wiederbekomme. Granatapfelsaft. Boah, übel nice. Schau auch mal diese Getränke hier an. Die Getränke hier in Dubai sind so nice. Killer, schmeckt so frisch. Boah. Auch keine Angst haben vor Brot, ein paar kurze Kohlenhydrate nach dem Training gehen. Natürlich mit Protein in Linsensuppe. Oh, jetzt geht's gleich weiter, Leute. Boah, originale Falafel dürfen auch nicht fehlen. Orange Karotte. Jabi Jabi. So geil. Die Gastfreundschaft ist gerade so nice. Der Achmed sagt gerade so, hey, Leute, die mit mir Business machen. Ist wie Familie, so habe ich es von meinem Vater gelernt. Dann der Servicemann hier, mir fliegt das Messer runter. Der kommt sofort, bringt ein neues. Also man kann wirklich hier von den Leuten einiges lernen, was Gastfreundschaft betrifft, was einfach allgemein Benehmen betrifft, was Service angeht. Extrem geil hier, Hut ab. So Leute, jetzt machen wir noch die Schotten dicht. Nee, hier ist nichts mehr. Jetzt machen wir noch die Schotten dicht, Leute. Und zwar in diesem dreifarbigen Boy. Avocado unten, Mango. Erdbeer, noch ein ganz hartes Shit. Und zwar ganz pervers. Also wenn, ganz, wenn der Avocado drin ist, muss ich es natürlich auch mal ganz probieren. Ganz pervers, Leute. Wow, krass. Ich will einfach auch rein, komm. Mm. Oh, Moroccan Style, hä? Yeah, 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 yeah. Ich wollte eigentlich schon die Schotten dicht machen, Leute, aber der Kollege hier, der legt noch mal nach. Schau mal, wie gut der ziehen kann. Wo weit oben der das macht. Da wird nochmal nachgelegt. Leute, da geht's jetzt zu diesem Palast vom Scheich Mohammed. Jetzt fahren wir gerade schon 2 Minuten und wir sind immer noch, also jetzt sind wir gerade draußen aus dem Palast und es ist immer noch die Palastmauer, die ganz außen rum geht. Ja Leute, ihr wisst ja, ich war gestern noch ein bisschen abgefuckt, weil ich mein Handy im Taxi habe liegen gelassen und jetzt... Das erste Mal. Das ist ungefähr so das 10. Mal. Jetzt hat unsere Kollegin, der auch gute Connections hier zum Sicherheitsdienst im Start hat, das Ding wieder organisiert. Wir holen es nachher ab. Handy ist also wieder an Bord, Leute. So geil, wir haben ihm gerade so erzählt, dass wir halt Intermittent Fasting machen und eben fasten. Und dann er so, hey, pff, Jungs, Mann, mit uns könnt ihr das hier eh nicht aufnehmen. Wir fasten hier bei 60 Grad den ganzen Monat bei Ramadan. Das heißt, die wissen hier wirklich, dass Intermittent Fasting the shit ist, wie das läuft und ziehen es am allerhärtesten durch. Shoutout an alle religiösen Faster, die das ganze Ding richtig krass durchziehen. Und ich werde es dieses Jahr oder nächstes Jahr spätestens aus Solidarität auch machen. Warehouse Gym, Leute. Da gehen wir jetzt nachher gleich hin. Wir checken nur noch kurz ab, dass wir danach einen kleinen Videodreh und einen Fotoshoot machen. Für ein paar andere Dinge noch. Das heißt, es wird erstmal gesprochen. Ich hab Angst, Leute, wir gehen in die Emirates Mall. Warte, wir müssen jetzt was kaufen. Nein, nein, ja. Nein. Jetzt geht's rein in diesen Laden. Bin mal gespannt, es ist auch da, wo die Jungs quasi in der Wüste Skifahren. Wow. Pre-Workout-Mahlzeit, Leute. Pre-Workout. Leute, ich kann mit solchen Shopping-Malls eigentlich nichts anfangen. Also irgendwie so Fendi, Louis Vuitton, die ganze Scheiße. Also klar, ich habe so ein paar Sachen, aber ich finde es cool fürs Essen. Immer die ganzen Fitness-Stores und Kino und halt einfach so die Location betrachten, das war dann auch schon. Die Technik-Sachen natürlich, also da drüben wirklich mega fetter Apple-Store. Und auch so Kamerasachen, Technik-Sachen. Interessieren mich dann doch schon auch ziemlich cool. Bücher interessieren mich auch immer krass. Ich ziehe mir wirklich jeden Monat 10, 15 Bücher rein, Leute. Hey Leute, ist mit mir was faul? Oder ist es einfach, geht es einfach nicht klar, dass eine Jogginghose oder eine Leggings 150 Euro kostet und so ein Funktionsoberteil hier 75 Euro? Also entweder stimmt was mit mir nicht oder mit den Leuten hier. Krass. Ich finde einfach, alles muss in Relation stehen, Leute. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für 1 Million mir einen Bugatti holen würde, dann würde ich trotzdem nicht 20 Euro für ein Glas Wasser zahlen. Ist das irgendwo klar? Also ich würde trotzdem kein Fiji-Wasser für 20 Euro kaufen. Die Relation muss einfach passen. Das heißt, wenn jemand was Teures kauft, dann muss nicht einfach alles immer teuer sein. Ja, oder billig immer billig, sondern einfach die Relation muss irgendwo stimmen. Das ist meine Meinung. So Leute, Krispy Kreme.
alle, die immer Dunkin' Donuts zu feiern. Das ist Dunkin' Donuts, das ist ein Scheiß im Vergleich zu dem Zeug da. Ich will es nicht mehr essen, weil ich weiß, was da drin ist und was es mit meinem Körper macht. Aber ich sag's euch, Krispy Kreme viel geiler. Good health nutrition. Wahrscheinlich ist 90% hier in so einem Supplementladen echter Schrott und ein Scheiß, den man nicht essen soll, ungesund. Ich werde auch noch ein Video machen über die allgemeine Fitnessindustrie. Ich will noch einige sagen, also ich zeige jetzt viel und nachher wird noch einiges gesagt in den nächsten Videos. Leute, wir sind gerade im Carrefour. Das ist der aggressivst größte Laden, den man sich nur überhaupt vorstellen kann. Ich glaube, hier gibt's alles. Abartig, abartig. Leute, Mann, so geil, das Handy ist wieder da. Er hat's klar gemacht. Also, richtig nice, jetzt gehen wir essen. Die alles noch am Ablabern wegen Fotoshooting und Termin morgen. Und ich jetzt gleich ultra krass abfressen. Leute, der GT4 Lusso Ferrari FF. Auch geile Farbe, passend hier zum Ambiente, würde ich sagen, hier. Jetzt geht was fettes, geiles Essen, Leute. Schaut euch mal das an, Leute, das ist so nice. Bei dem Hammer-Ambiente was richtig geiles zu beißen. Ich freue mich mega aufs Essen. Ich finde es immer so geil, wenn man einfach direkt in die Küche reinschauen kann. Alles ultra clean, ultra sauber, richtig, richtig, richtig nice. Da fühlt man sich einfach gut, wenn man reinbeißt. Ich muss gerade leider rausziehen, Leute. Ich muss leider sagen, kommt selten vor, kommt ganz, ganz selten vor. Wirklich vielleicht einmal in 50 Mal, dass wir jetzt doch in einen anderen Laden gehen müssen, weil einfach die Karte für mich nicht genug vegane Optionen hat. Deswegen gehen wir. Vielen wäre sowas jetzt auch peinlich, Leute, aber ihr müsst einfach leider auch wirklich drauf scheißen, was die anderen so denken. Macht es, was für euch am besten ist, ohne anderen Leuten zu schaden natürlich, das ist klar. Sind wir hier in einem neuen Laden drin. Viel, viel geiler für mich. Nochmal ganz kurz wiederholen, wie geil es war, als ich mein Handy wieder zurückbekommen habe. Also es war schon, ich war schon richtig abgefuckt gestern. Zwar nur kurz, aber richtig krass. Heute Morgen hing es mir auch noch hinterher. Und ich bin jetzt echt froh, ja. Jetzt geht's los. Geil. So, und das zweite, exotische Früchte. Was hast du eigentlich? Exotische Früchte, richtig nice. Yeah. Sehr gut, das kann ich nämlich schon schmecken. Protein, Leute. Und Salat, so geht's immer los bei mir. Reis und Gemüse. Und die Kollegen hier, die ballern die Sushi rein. Die Kerstin haut sich hier so Veggie-Sandwiches. Ohne Salat. Mit Pommes rein. So Leute, ich esse das hier. Und das hier. Das ist richtig krass. Wir reden jetzt auch gerade hier über Hochzeit. Über arabische Hochzeiten und alles mögliche. Und das Krasse ist, dass ihr hier einfach wirklich mega lässig alles erzählt. Man kann hier gar nicht irgendwelche Fettnäpfchen reintreten, der ist ultra cool drauf. Also ich habe zwei, Kerstin hat ein Essen. Richtig nice einfach, also ultra offen, mega freundlich und die Leute, die wollen wirklich, dass es einem hier gut geht und auch sehr viel Spaß macht. Schau ich mal, was besser schmeckt. Curry Nummer 1, wird getestet. Ich glaube, ich teste auch gleich mit, damit ich gleich weiß, wo ich rein, wo ich ein bisschen mithelfen muss. krank geil. Ja. Wow. Ist besser. Aber beides sehr geil. Beim Essen noch eine extrem interessante Unterhaltung. Und zwar über die Arbeitsmoral der jungen Generation. Alle sehen auf Instagram, auf YouTube, überall die Leute in den krassen Autos rumcruisen. Und alles sind immer gut drauf. Alles passiert komischerweise immer mega easy. Jeder hat es einfach. Will schnell erfolgreich werden. Aber Leute, so läuft es nicht. Erstmal richtig krass reinglotzen und 3, 4, 5 Jahre extrem hart arbeiten. Dazu in einem anderen Video bald mehr. Ja, also wir sprechen einfach gerade drüber, wie Leute halt ihr Studium machen, nebenher noch arbeiten, trotzdem 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, teilweise Beziehungen nebenher, also einfach alles unter einen Hut kriegen. Und viele Schüler kommen schon her so, hey, wie soll ich das machen? Ich hab's voll stressig in der Schule. Wie soll ich denn da noch meinen Mahlzeitenplan hinkriegen? Und Leute, da lache ich mir in den Arsch ab. Da soll es eigentlich erstmal links, rechts eine Watschen geben. Es ist ein kompletter Joke, also jeder sich mal richtig zusammenreißen. Ich bin jetzt komplett voll. Ich habe jetzt ca. 2000 Kalorien reingehauen, würde ich sagen. 400 Gramm Carbs, also mega, mega viel Reis. Das sind schon mal so 1600 Kalorien. Dann nochmal wahrscheinlich so 50 Gramm Protein mit dem BCAAs nach dem Training. Nochmal 200 Kalorien, dann wahrscheinlich nochmal so, ja, wahrscheinlich so 20, 30 Gramm Fett in der Soße drin. Das heißt ungefähr 2000 Kalorien.
Und am Tag ziehe ich mir so zwischen 3 bis 4 rein, je nachdem, was eben läuft. Also wenn ihr für euch einen persönlich angepassten Ernährungsplan braucht, mit A bis Z, allen Infos drin, checkt die Box unten ab. Bin gespannt jetzt der Ranzen und ich würde sagen, vielleicht gibt es heute noch 1, 2 Szenen, aber ansonsten war es das. Es kommt mir gerade so vor, als ob ich in irgendeinem Videospiel wäre, Leute. Irgend so einem krassen so Prince of Persia oder so. Jetzt habe ich das Ranzen spannend. Jetzt gehen wir heim oder in eine Bar, mal schauen.